Ja, herzlich willkommen an der Deutschen Schule Kiew. Die Deutsche Schule Kiew gefällt mir sehr, weil sie sehr bunt ist und es gibt sehr kleine Anzahl von Schülern und deshalb sind wir wie eine kleine Familie. Wir sind sehr gut befreundet und hier lernen die freundlichsten Menschen auf dieser Welt. Ich mag die Schule, weil es recht klein ist und man dadurch sehr gut lernen kann beim Unterricht. Und man kann sehr gute und sehr enge Freundschaften miteinander schließen, die man vielleicht in normalen Schulen, in größeren Schulen nicht schließen könnte. Und das gefällt mir einfach. Recherchieren Sie einmal im World Wide Web über die Bedeutung des deutschen Abiturs. Denn wo auf der Welt gibt es einen allgemeinbildenden Abschluss, Schulabschluss, der ohne weitere Aufnahmeprüfungen den Schülern die Möglichkeit und die Berechtigung gibt, für ein Studium an einer Hochschule oder einer Universität in Deutschland? Die Frage stellte sich, inwiefern wir wollen, welches Schulsystem unseres Kinder unterrichtet werden sollen. Da wir beruflich bedingt immer wieder zwischen Deutschland und dem Ausland wechseln, war uns persönlich sehr wichtig, dass es ein deutsches Schulsystem ist. Und da die Deutsche Schule Kiew hier vor Ort ist, worüber wir sehr glücklich waren, fiel die Wahl auf die Deutsche Schule Kiew. Wir sprechen ausschließlich auf Deutsch. Und da sind wir auch relativ streng. Die Schüler sind angehalten, in den Pausen, in ihrer Freizeit sozusagen, ausschließlich Deutsch zu sprechen, im Unterricht sowieso. Und da arbeiten wir sehr konzentriert, auch Fachvokabular, dass es da keine Probleme gibt. Mein Lieblingsfach ist Geschichte, weil wir hier in der Ukraine sehr nah beispielsweise an vielen geschichtlichen Themen dran sind und einfach der Geschichtsunterricht mit der Klasse sehr viel Spaß macht, dadurch, dass es sehr kleine Klassen sind und unser Lehrer sehr, sehr freundlich und hilfsbereit ist bei sowas. In allen Räumen, in fast allen Räumen, verfügen wir über interaktive Tafeln. Das heißt, wir können dort auch das Internet zuschalten. Wir können auf Dateien sofort zugreifen, der Schüler, der Lehrer. Wir verfügen über moderne Lehrbücher. Wir haben ein naturwissenschaftliches Kabinett, was von den Arbeitsmitteln, von den technischen Experimentiermitteln gut ausgestattet ist. Dort können wir uns sehen lassen. Ich mag Weihnachten, weil es hier alles sehr schön stilisiert ist, weil hier viele Socken hängen und wir bekommen auch die Adventskalender und ja, die Grundschule bereiten uns ein kleines Programm vor. Sie singen und tanzen und ja, es ist alles sehr festlich und lustig. Deshalb mag ich Weihnachten. Meine Lieblingsveranstaltung ist das Frühlingsfest, weil nun ja, meine Lieblingsjahreszeit ist auch der Frühling und es ist sehr schön, hier das in der Schule zu feiern. Und es hat viele verschiedene Dinge, die man hier machen kann. Das heißt, es werden Bilder versteigert, unten werden Würstchen gekocht, es gibt Getränke zum Verkauf und jede Klasse bereitet was Kleines vor, was an sich eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Es gibt aber auch Veranstaltungen wie beispielsweise in Klassen 8 und 9 Praktika. Das sind Sozialpraktikum und Betriebspraktikum. Das findet statt im Rahmen eines Konzepts zur Studien- und Berufsorientierung, dass die Schüler durch diese Veranstaltungen an verschiedene Berufsfelder herangeführt werden.
Aber in allererster Linie, denke ich, werden wir mit dem deutschen Abitur ein Qualitätsmerkmal im Vergleich mit den anderen Schulen aufzeigen können, das für die Schüler, sowohl deutschsprachige als auch ukrainische Schüler, von großem Interesse ist. Weil diese Schule so schön, sie ist so schön klein und gemütlich und die Klassen sind eben auch klein. Man kennt sich gegenseitig, man kennt alle Klassen, man hat sehr viel miteinander zu tun, hat sehr schöne, starke Freundschaften und ja, wie eine kleine Familie irgendwie.